Moin, liebe Taubenfreunde. Wie ich Ihnen letztes Mal erzählt habe, ich gebe meinem Tauben Granatapfelschalen, also Wasser, sage ich mal so. Die Vorbereitung läuft so: Ich nehme Granatapfelschalen, lasse ich kochen, circa kochendem Wasser, circa 10-15 Minuten, je nachdem. Und dann wird so eine dunkle Farbe, wie Sie hier sehen, bisschen so eine hellrote Farbe sein. Und dann das gieße ich in eine Kanne, also in einem, keine Ahnung, lagere ich in der Kanne, in meinem Lagerraum. Und dann jedes Mal circa 50 Milliliter auf ein Liter Wasser. Also 100 ml für ein Liter, für 2 Liter Wasser, sag ich mal so. Und dann diese Granatapfelschale ist sehr gut für die Magen- und Darmsysteme, besonders Darmsysteme, der sag ich mal so, tötet die gefährliche Parasiten oder geschädigende Parasiten und baut sozusagen gute Parasiten auf in der Darmsysteme. Bis jetzt, ich habe schon die ganze Woche nur mit Granatapfelschalen Wasser gegeben. Und ja, seitdem sehe ich auch die sozusagen die Verbesserungen bei meinen Tauben. Und morgen beziehungsweise übermorgen werde ich meinen Tauben Knoblauch geben und rote Kohle heißt es, ne? Mit dem Mischfutter zusammen so geben. So habe ich Mischfutter, aber ich werde noch dazu extra das machen, damit die wegen Winterzeit, ne, sie sich gut fühlen. Ja, dem geht es soweit gut. Da habe ich meine zweite Taube. Jetzt ist Taube geworden, aber zweite Küken ist rausgekommen. Die Papa ist dieser schwarze Amerikaner. Mama ist, sie ist im Nest. Ja, sie ist im Nest. Sie hat zwei Eier wieder. Also Mama ist weiß, Papa ist schwarzer Amerikaner, Mama ist weißer Bakina und das ist eine Mischling, aber komische Farben hat er. Die Schwanz von dieser Taube ist genauso wie seine Mamas und die Kopf, keine Ahnung, der hat diese roten Rotflecken, der Kopfseite bis zum Nacken. Naja, auf jeden Fall interessante Farbe. Mal schauen, was die zweite, diese zweite sozusagen Küken rauskommen werden, wie sie aussehen werden. Na, dem geht's, soweit ich weiß, dem geht's gut. Die sind gerade auf dem Gras. Die suchen sich was zum Fressen. Das ist diese, wie heißt das? Serbische Hochflieger. Das sind die Tippler und das ist auch ein Tippler. Und Rest, das ist auch kleine, ist auch Tippler. Und der ist Mischling. Rest sind Bakina-Tauben. Da ist noch eine, wie
heißt das Ding? Kingtaube, denke ich mir. Oder Mischling vom Kingtaube. Ne? Der ist Kingtaube. Ich werde nächstes Mal noch ein Video drehen über Atemwegserkrankungen bei der Taube, wie man dagegen kämpfen kann, beziehungsweise wie man diese Krankheit heilen kann, mit welchen, also sag ich mal, so ohne Medikament, ne? Einfach mit dem, Gemüsen und so weiter, ne? Gemüsen kochen oder keine Ahnung, Gemüsen. Einsatz, wie man das heilen kann, das werde ich Ihnen mitteilen. Ich habe einmal gemacht, das hat sehr gut geholfen. Was haben die wieder da gesehen? Weil da ist überall entweder Krähe oder Greiftier, Greifvogel. Außerdem diese Tippler ist männlich und die da die sehr, sehr windig. Wie ihr wisst, diese Zorkan oder Zorban ist auf der Ecke. Vorgestern hat mich auch getroffen auf der Ecke Freschen. Da war heftig. Mich hat auf der Arbeit getroffen. Morgen werde ich auch den Schlag sauber machen. Keiner landet jetzt. Und Tippler haben auch zwei Eier bekommen. Genau diese rote, rot-weißfleckige Tippler ist mit Bakina zusammen. Der ist männliche Taube und Bakina Taube hat, denke ich mir, jetzt das zweite Ei. Und diese Bakina Paar haben auch zwei Küken im Nest. Und der, wer hat noch? Genau, diese Bakina und die, genau, die weibliche Taube ist auf dem Nest. Die haben auch zwei Küken. Tippler haben zwei Eier. Und der andere
andere haben auch Eier. Und die haben auch Eier, aber da habe ich Eier getauscht. Und die haben runter Bakina, die Eier von Bakina Tauben. Ja, so viel für heute. Bitte ich um Ihre Unterstützung durch Likes, Kommentare und Abonnement. Besonders Kommentare, wie ihr ihre Tauben futtert, beziehungsweise welche natürliche Heilungsmittel für das Wasser reinsetzt. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten bzw. Weihnachtszeiten und dann viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ciao.